Ich bin der Leo Friesenecker, bin Biobauer in Windhoek bei Freistadt. Ich bin Franziska Friesenecker, bin im Biberhof seit 2005. Wir bewirtschaften einen gemischten Betrieb. Wir sind weggegangen von der Spezialisierung in Richtung Vielfalt. Das ist im Grunde Landwirtschaft, wie sie früher war. Man hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Globalisierung sich stark spezialisiert. Immer mehr, wenn ich die Milchwirtschaft hernehme, immer mehr Kühe. Der Stall ist gebaut worden von 30 Kühe auf 50 Kühe, auf 100 Kühe. Da haben wir uns gefragt, wo hört denn das auf und macht es denn gerade in Österreich noch Sinn? Und unser Schwerpunkt und unsere Philosophie am Biberhof ist es, die breite Vielfalt zu leben, so wie früher. Wenn wir Kräuter ernten, teilweise werden sie geerntet maschinell, dann bleiben in der Maschine Kräuterreste drinnen. Die kriegen unsere Freilandschweine. Wir nennen uns auch humorvoll Kräuterfreilandschweine deshalb. Also was gibt es Besseres für eine Freilandsau als ein Kräutl am Abend am Speiseplan? Wir haben zum Beispiel ein paar Hühner, weil wir sagen, wir brauchen nicht 5000 Hühner im Stall. Wir brauchen 30 Hühner im Stall. Damit können wir die Nachbarn versorgen mit Eiern. Wir haben, man sieht hinter mir vielleicht, den 24-Stunden-Selbstbedienungshofladen. Da vermarkten wir alles, was wir in der Vielfalt versuchen zu produzieren. Wenn gerade Erdbeerzeit ist, dann vermarkten wir Erdbeersaft, Erdbeermarmelade über den Hofladen. Schwerpunkt ist natürlich in den letzten Jahren bei uns der Senf geworden. Der Bauernkaviar, der süße Senf, der scharfe Senf, aber auch der Biersenf, der sich sehr viele Männer anspricht. Bei der Senfproduktion bin ich praktisch für den Rohstoff verantwortlich. Das heißt, ich suche verschiedenste Sorten aus in den letzten Jahren. Senfsorten gibt es ja sehr viele, aber jede schmeckt etwas anders. Den gelben oder den schwarzen, die probiere ich und mache jetzt ja wieder andere Versuche. Von Ansaat, die ist im April, da baue ich den Senf an. Dann wird er gehegt und gepflegt und gedroschen wird er dann im August. Und nach dem Dreschen kommt er gleich auf die warme Luft, also er wird gleich nachgetrocknet und dann gereinigt. Und die gereinigten Senfkörner kommen dann zu meiner Frau, zu der Franziska in die Senfstube. Wir sind Menschen, die sind nicht gern ständig am gleichen Fleck. Wir lieben es, beide am Feld zu stehen. Wir lieben es aber auch, beide mit Tieren zu arbeiten. Ich mag es ganz gern, wenn ein Regentag ist, in der Senfstube stehen und wieder neue Rezepte ausprobieren. Und das gibt uns die Vielfalt. Der Senf ist unkrauttechnisch sehr dankbar. Ein bisschen bangen muss man, wenn es recht viel regnet, überhaupt zur Erntezeit. Dann verlieren die Körner an Glanz, an Farbe, dann werden sie einfach fad. Sie färben dann um von gelb in Richtung heller Farbe, also eher trockene Witterung ist begünstigt. Und wenn man jetzt so schaut, die Jahre werden immer trockener und immer sonniger, passt das eigentlich recht gut in unser Gebiet. Den Bauernkaviar, als Bauernkaviar gibt es glaube ich kein zweites Mal, aber eingelegte Senfkörner haben wir durchaus schon mal gesehen. Also die Idee ist gekommen, wo wir es gesehen haben und gesagt, eigentlich eine coole Idee, schmeckt da recht gut. Sind aber erst, nachdem wir den Bauernkaviar gemacht gehabt haben, draufgekommen, wie vielfältig er ist. Und auch die Kunden haben uns das zurückgebracht. Es gibt Kinder, die löffeln ihn aus dem Glasl raus. Es gibt Kunden, die legen ihn aufs Brot, auf Weißbrot drauf, wie einen klassischen Kaviar. Ich gebe ihn zum Beispiel in die Pfanne, bevor er Gemüse erhitzt, kommt der Löffel vom Kaviar rein in die Pfanne, schmeckt ausgezeichnet. Er kommt in Cremesuppen rein, er kommt in Grillsoßen rein. Also er kommt zu kalten Platten, direkt zur Jausen, aufs Brettl drauf. Wir haben keine Grenzen vom Bauernkaviar gefunden bis jetzt. Der Tag ist ausgefüllt von der Früh bis am Abend, aber trotzdem nimmt man sich so nächtelweise, minutenweise, halbstundenweise vom Tag Zeit, zum Mittag, Nachmittag oder am Abend, um einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde innezuhalten, zu relaxen, das Ganze zu genießen und diese Vielfalt einfach in sich selber zu vereinen.